Herzlich willkommen zu Wesh Folge 6. Diese Folge ist nichts für schwache Nerven. Also, wenn ihr euch schnell ekelt und sowas, schaltet jetzt weg. Und wenn ihr danach jemanden zum Reden braucht und euch die anguckt, dann bleibt dran. Am Ende kann ich noch ein bisschen mit euch reden. Jetzt geht's erstmal zur Folge. Wesh, was essen Sie heute? So, herzlich willkommen. Wir kochen heute eiskalt Schnecken. Schnecken kennt man eigentlich aus Frankreich oder was, ne? Aber wir machen marokkanische Schnecken. Für manche ist ganz komische Angelegenheit, Schnecken zu essen. Und man Schnecken hört. Genau, ich bin damit groß geworden. Also jeder, der auch schon mal in Marokko war, auch in Marrakesch kennt man das. Man kriegt so eine kleine Schüssel, ne? Hier kann man Schnecken essen. Für mich ist das was ganz, erinnert mich total an Marokko, ganz Normales, aber diese Folge kann sehr heikel werden. Wenn euch die kleinen Schnecken zu sehr gefallen, dann schaltet jetzt weg. Ansonsten bleibt dran, wir machen jetzt Schnecken. Du siehst, sie sind richtig schön sauber und schön gewaschen. Jede einzelne Schnecke wurde sauber gemacht. Guck mal, die Schnecken, wenn sie ankommen, dann sind die erstmal am Fasten, sagst du. Genau, die genau. Sobald kein Wasser drüber kommt, fangen die an, gehen in ihr Haus. Also mindestens 6 Monate sind die am Fasten. Jetzt werden die, also nachdem jetzt jede einzelne gewaschen wurde, werden die jetzt 7-mal gewaschen. Genau. Das ist das Ritual. So ein Ritual machen wir erstmal 7-mal gewaschen und dann später in heißem Wasser gekocht. Ja, während sie draußen sind. Ne? Deswegen müssen wir die rausholen, damit überhaupt weil an die Schnecke, an den Fuß, sagt man. Das nennt man Fuß. Weil drinne ist hier halt diesen, wie sagt man? Diesen Innereien. Innereien, genau. Was macht man? Wir tun die erstmal so einen Tag vorher in so eine Schüssel. Mhm. So. Und dann gibst du so circa 300-400 Gramm Mehl. Es kommt darauf an, wie viel Menge man hat. Ne? Ja. Gibst du dann schön Mehl drauf und die kommen langsam raus. Und die, während das Mehl essen, kommt das Innere alles wieder raus. Und danach schüttelt man schön Wasser drüber und dann kommen die richtig noch raus. Und erst dann fängt man zum Saubermachen. Wie gesagt, dann machen wir jetzt dem Ritual. Versuchen wir die 7-mal zu waschen. Wir haben schön verschiedene Kräuter. Ah ja, genau, das ist auch noch. Genau, das ist sehr wichtig. Da ist eine riesen Kräutermischung. Da sind fast 20 verschiedene Kräuter drin. Circa, genau. Von Thymian, von alles so trockene Sachen. Aber ist sehr lecker und sehr gesund. Mhm. Am besten, wenn man mit den Kräutern isst, versucht man am besten, sich nicht draußen in der Kälte zu gehen. Das ist wie so ein heißes Bad. Ne? Ja, okay. Du fühlst diesen Wärme in deinem Körper und nichts Kaltes trinken ist sehr wichtig. Ja. Sonst erkältet man sich, weil sehr heiß mit den Kräutern und dann mit kalten Getränken soll man auf gar keinen Fall machen. Aber ansonsten ist es sehr, 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 sehr lecker. Es gibt welche, die machen zum Beispiel es gibt auch verschiedene Arten, wie man die kochen kann. Es gibt welche, die machen zum Beispiel Reis rein. Ah, okay. Ja, oder die tun ein paar Kartoffeln mit Schale. Schmeckt auch, denn die ganze Geschmack geht in der Kartoffel drin. Ne? Ja. Auch einen sehr guten Aroma. Und also mit Kartoffel kenne ich. Ne? Ich mag dann auch die Kartoffel zu essen. Genau, ich auch. Aber heute machen wir einfach ganz easy, nur mit den Gewürzen und halt den Schnecken. Okay, wir fangen an mit dem Waschen, ne? Genau, mit dem Waschen. Da hast du schon deine Schnecken. Wir versuchen die schön. Wir kommen ja alle jetzt schon raus. Also, man wundert sich, wie schnell diese Schnecken sind. Also, Wettrennen, Leopard gegen Schnecke. Wer ist schneller? Zu Hause. Genau. So, Benni, mal gucken. Das Wasser, wie du siehst, ist es richtig. Kocht. Es kocht. So soll es auch sein. Und dann, wir nehmen das Schnecken und wir besprechen so ein Ritual. Bismillah, dreimal. Genau, weil es weder Fisch noch Fleisch ist. Genau. Muss es, also eigentlich werden Tiere alle rituell geschlachtet, Fisch aber eigentlich nicht. Genau. Und deswegen gibt es hier diese Möglichkeit, das so zu machen. Ne? Genau. Okay. Und weil es das richtig heiß kochende Wasser ist, sobald man da rein tut, die spüren nichts. Mhm. Ja, wenn es welche gibt, dann, ja, die arme Tier oder was auch immer. Wir nehmen zum Beispiel so
eine Handvoll, wieder einfach so reichen. Und okay, jedes Mal, wenn man die in Hand hat, spricht man, mach Bismillah locker, Bismillah locker, Bismillah locker, dreimal. Ja. Und dann? So, okay. Und dann ab in den Wasser rein. So, jetzt kommen die ganzen Kräuter genau, da rein. Genau, jetzt machen wir dann halt ein bisschen Kräuter, am besten nicht zu viel. Immer ein bisschen erstmal, genau, ne? So, also ein Stückchen. Ach krass, genau, da ist, sind sogar so richtige Baumstämme drin. Alles, sind sehr viele okay Kräuter drin. Genau, so sehr ein schön Stück. So, die ganzen Kräuter haben da drin gekocht. Das ist jetzt fertig. Und dann wollen wir mal. So, Benni, die Stunde der Wahrheit, ne? Ja, genau. Das ist die, der Sud und die Soße. Ist kein Ayahuasca. Keine Sorge. Ah, super. Boah, schön. Ja, schön scharf. Schön scharf, ja. Schön heiß. Die ganze Kräuter drinnen, ne? Ja. Herrlich. Und man schmeckt den Geschmack von den Schnecken auch. Also jeder, der es kennt. So, also, die Schnecken. Einfach mit den Zahn. Die gucken da ein bisschen raus, so. Einfach so hoch. Zahnstocher und... Hier ist es. Hm? Oh ja. Oh ja. Ich weiß, für euch vielleicht. Boah, guck das mal an. Guck mal. Aber. Ah, ah. Also, das war die Folge mit Schnecken. Schaltet demnächst wieder ein, wenn es heißt, was essen Sie heute mit Samad und Benaissa. Vielen Dank. Und wie war es für euch? War es wirklich so ekelhaft? Keine Ahnung, manche Leute ekeln sich vor sowas. Für mich, ich bin damit aufgewachsen. Es ist für mich gar nicht so strange. Es ist genauso, als ob man Garnelen isst. Aber ich kann das verstehen, wenn das für Leute ekelhaft ist. Schreibt mir in die Kommentare, wie es für euch war. Und schreibt uns, was wir noch unbedingt ausprobieren müssen. Übertreibt dabei nicht, aber gebt uns gerne Vorschläge. Das war's mit Wesh. Was essen Sie heute? Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Bis dann! Wesh, was essen Sie heute?